Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Am Mikrofon sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir beide freuen uns natürlich auf dieses interessante Spiel. Das müsste eine klasse Partie werden hier. Also über das Spiel wurde natürlich einiges geschrieben im Vorfeld. Ist ja klar, so eine Partie lässt niemanden kalt. Ist eine sehr interessante Begegnung, ohne Frage. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Verteidigt da den Ballbesitz. Morata. Unaufhaltsam. Was ist Paulo Dybala im heutigen Spiel zuzutrauen? Wie siehst du es? Einer der besten Spieler der Welt, gar keine Frage. Vor allem, wenn man sich ansieht, was der am Ball drauf hat. Machen Sie gut da im Aufbau. Ganz energisch. Pass kommt nicht an. Chance vertan, die Kugel ist weg. Jetzt gibt es gleich die Ecke. Ja, die erste Ecke ist es für den Außenseiter. Viele werden sie wahrscheinlich heute nicht bekommen. Jetzt der Eckball. Kann er was draus machen? Tolles Dribbling, da sind sie alle machtlos. Er holt sich vorne den Ball. Rabiot. Alexandro mit dem Ball. Dybala. Rabiot. Spielt den Ball. Jetzt die Möglichkeit. Auf Dybala und sein Torriecher ist Verlass. Da hat er wieder zugeschlagen. Wir haben Tor Nummer 1. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Chiellini, guter Einsatz. Vlahovic, schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich sein. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Kein Tor, der Torhüter ist da. Sehr effektiv dieses frühe Pressing. Die Fans spüren jetzt oder nie, jetzt muss was kommen von der Mannschaft. Sehr gut rostet. Blas Riveros. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile, aber sie liegen trotzdem weiter hinten. Der Grund? Der Mangel an klaren Chancen. Sie machen nichts aus ihrem Ballbesitz. Schöner Steilpass. Das kann was werden. Und der Ausgleich, klasse! Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie hier so gut mithalten. Jetzt ist die ganz große Überraschung möglich. Eins, eins, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Dennis Zakaria. Dybala jetzt. Matthijs de Ligt.
Da ist Dybala. Chiellini am Ball. Tolles Tackling von ihm. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Beide Teams waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Es steht 1-1 und damit dürften die zweiten 45 Minuten richtig spannend werden. Von Morata haben wir schon deutlich bessere Spiele gesehen als heute. Ja, das ist zu wenig, was er hier heute zeigt. Das kann er viel besser und das weiß er auch selbst. So, gehen wir rein in die zweite Spielhälfte. Es ist hier bislang wirklich alles ausgeglichen. Dybala. Vlahovic. Sie lassen den Ball gut laufen. Dybala, da ist die Chance. In höchster Not bringen sie da den Ball doch noch weg. Der Ball kommt wieder zurück. Unaufhaltsam. Er hat den Kopfball. Starke Aktion. War aber auch ein super Abschuss. Den musst du erstmal rausholen. Gefährlich. Was für eine Stimmung jetzt hier. Die Fans pushen ihre Mannschaft nochmal. Da wären sie beinahe in Rückstand geraten, aber das war natürlich eine tolle Parade, eine wichtige Parade. Morata ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Guter Einsatz, er hat den Ball. Ballverlust. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Da kommt er raus und hält den Ball. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Dybala. Dybala jetzt. Morata. Es gibt Ecke und damit die Chance zur Führung. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Ecke von Dybala. Riesenglück, Rettungstat auf der Linie. Das war wirklich unglücklich, dass der Ball da ins eigene Tor gegangen ist. Sehr gut rostet. Vielleicht jetzt immer noch dieser knappe Rückstand. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Die Chance auf den Konter. Matthijs de Ligt. Arthur. Am Ball jetzt Arthur.
Dybala. Morata. Arthur. Und jetzt der Schuss. Der ist drin. Sie sind hier überlegen und können ein weiteres Tor erzielen. Yeah. Yeah. 3-1 heißt es also jetzt. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Fängt diesen Ball ab. Schlusspfiff. Damit ist dieses Spiel also zu Ende. Die Gastgeber müssen sich mit einer Niederlage abfinden. Klare Niederlage also am Ende. Das war zu wenig. Das müssen wir so deutlich sagen. Da hat eine Menge gefehlt. Gerade was die Abwehr angeht, was die Konsequenz im Defensivverhalten angeht, da waren sie nachlässig, da waren sie halbherzig und dann kommt eben am Ende dieses Ergebnis raus. Ganz wichtiger Mann in diesem Spiel, Paulo Dybala, hatte immer wieder klasse Ideen.